Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir ein Loch erkundet und waren von Otschen getrennt, haben uns aber wiedergefunden und wir haben einen Floristen gerettet, nämlich diesen hier. Der hat uns die Aufgabe gegeben, 300 Pigments erblühen zu lassen. Das wird überhaupt kein Albtraum. Ja, und des Weiteren, Expedition, heute fortsetzen. Aus dem vor kurzem entdeckten Gebiet empfange ich Signale, die möglicherweise vom weiteren Gestrandeten stammen. Es ist gut möglich, dass darunter auch ein Mitglied der Rettungscrew ist. Bitte rette diese Leute schnell. Wir zählen auf dich. Aufbrechen. Dies sind die Gebiete, die du jederzeit erkunden kannst. Wir haben jetzt ein neues Gebiet freigeschaltet. Dafür haben wir endlich genügend Glycerium gesammelt. Den erblühenden Park. Aber ich wäre dafür, dass wir erstmal hier das Gebiet überhaupt erst abschließen. Naja, in dem Fall, was heißt abschließen, ne? Wir gucken, dass wir hier die Höhlen mitnehmen. Und so viel machen, wie wir können. Shining, bitte komm! Otschi mag es nicht, nass zu werden. Doch ich habe mit ihm schon länger in der Badewanne der Shepard geübt. Gestern Abend war es dann endlich soweit. Er ist geschwommen! Otschi kann jetzt schwimmen. Jetzt, da er sich an das Wasser gewöhnt hat, kann der Gewässer ganz einfach durch Hundepaddeln durchqueren. Steige zusammen mit dem Pikmin auf Otschin zurück und dann könnt ihr gemeinsam neues Gelände erkunden. Damit sollten wir auch an die blaue Zwiebel da hinten rankommen. Aber vorher, die Schnellauswahl, von der uns letztes Mal erzählt wurde. Ich würde sagen, die weisen mir jetzt mal zu. Ich würde hier oben gerne die Eisbomben hinpacken. Unten die Tasche generell. Und wenn ich ihn reindrücke, will ich das Wechseln haben. Ja, das macht es wesentlich einfacher. So, dann holen wir jetzt mal von jedem 7 Pigments raus. Auch mal gucken, kann ich mit der Eisbombe das Wasser einfrieren lassen? Ja! Ist gefroren. Enorm, das ist ja fantastisch. Das Wasser ist innerhalb eines Augenblicks gefroren. Jetzt kannst du direkt über das Eis gehen. Aber ich kann das Zeug da drin nicht einsammeln, ne? Oh, das schmilzt auch relativ schnell. Warte mal, ich pack die Pigments nochmal weg. Als ob ich jetzt nicht da hochkomme. Na gut, friere ich den Kram nochmal, obwohl ich glaube, ich würde auch da nicht hochkommen, oder? Kann ich das Zeug denn mitnehmen? Oh, jetzt habe ich die Eisbombe geworfen. Nee, ich komme hier nicht hoch. Aber ich kann das hier mitnehmen. Otschin hat jetzt was zu futtern. Oh, und wenn ich was so einsammle, dann wird er es auch automatisch nach Hause bringen. Na gut, ich hätte ihm so allgemein sagen können, dass er das holen soll, aber der schafft den Sprung wahrscheinlich nicht. So, da haben wir noch ein Loch am Anfang. Und hier hinten, wo der eine Typ hingesprungen ist. Da ist ja einer ins Wasser gesprungen. Nicht ins Wasser, in ein Loch. Da oben ist auch noch ein Loch. Ich weiß nicht aber, ob wir alle drei in einer Folge schaffen. Ach,
Ach ja, etwas, was ich natürlich auch vergessen habe zu erwähnen. Seit der letzten Folge sind wir Elektrofest. Höhle der Hektik. Irgendjemand oder irgendwas hat in dieser Höhle eine Wand gebaut. Aber anders als mir und dem Pikmin gelang es Moos nicht, die Wand hinaufzuklettern. Vorläufig trennen sich unsere Wege. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden, uns wieder zu treffen. Okay. Rot und Eis wird mir empfohlen. Ist natürlich schön, wie ich direkt zu Anfang erstmal zwei der Eisbomben mehr oder weniger verschwendet habe. Die ich nicht. Beat. Gut, da sind zwei Pigments schon am Schieben. Und am Kämpfen. Ich hoffe, die schaffen den Kampf. Attacke! Lass das Wasser mal gefrieren. Dann können wir die Eispigmen da oben holen. Eispigmen sind gut für uns. So, jetzt haben wir 5 mehr. Dann tragt mal Jungs und Mädels. Okay, und ich kann die auch jederzeit aus dem Eis wieder rausholen. Wir haben die Kletterwand fertig. Es hieß, Otschin kann da nicht hoch. Angriff! Gönnt euch! Haltet, bevor ihr da irgendwas tut. Angriff! Die Kreatur ist eingefroren. Schnell, jetzt gibt es keine Zeit zu verlieren. Das ist die Gelegenheit. Ich glaube, eins der Pigments ist gestorben, oder? Nee. Helft erstmal da schieben, Jungs. Dann kommt Otschin nämlich wenigstens auch hier rauf. Otschin, komm hier. So, erstmal transportieren wir jetzt alles ab, was hier ist. Angriff! Okay, hier ist jetzt offen. Aber da ist nicht offen. Wie kriege ich das auf? Da muss irgendwo ein Schalter sein, oder nicht? Ach nee, ich bin so doof, ne? Die kommen da doch durch. Nur einfach abwarten, bis die fertig transportiert haben. Ui. Da oben ist wieder jemand, der gerettet werden will. Sie gönnen sich. Ja.
bist du denn für einer? Pong! Ich kann ihn nicht abtransportieren, weil der vereist gestorben ist. Okay, wenn ich sie abtransportieren will, darf ich sie nicht vorher vereisen. Und runter das Ding. Das ist doch dieses eine Kinderspielzeug, oder nicht? Ich glaube, den muss ich runterkicken. Mensch, geredet. Hani. Gut, dann sehen wir uns mal die Visitenkarte an. Oh. Wen haben wir hier? Das Crewmitglied Digo. Ui, er ist der Heimatplanet. Er arbeitet am liebsten allein. Doch wenn seine Hilfe benötigt wird, kann man sich auf seine Muskelkraft verlassen. No. Ich wusste es. Ich wusste, dass er zäh genug ist, um hier zu überleben. Digo ist ein großartiger Scout, auch wenn er keine Rettungshunde mitnimmt. Er arbeitet eben gern allein. Seine Expertise können wir auf diese Mission gut gebrauchen. Oh, das war eines der Rettungscrew-Mitglieder. Du hast unseren Scout Digo gefunden. Jetzt werden nur noch der Arzt und der Pilot der Rettungscrew vermisst. Und das war soweit alles hier, ne? Ja, ab nach Hause. So, was haben wir denn hier? Eine verlassene Vase, Mamakopf und Stab des Hoffnungsritual. Ja, das trifft es ganz gut. Dieses Spiel ist dazu da, Kindern Hoffnung zu machen, etwas zu schaffen, was sonst nicht funktioniert. Höhle erforscht. Wir haben das Gebiet zu 50% erforscht. So, als nächstes würde ich sagen, dahin. Ich kann mir ja mal alle Eispigmen mitnehmen. Dann kann ich ja auch mal die ganzen Sachen so vereisen. Dann kann ich das Ding da hinten auch zusammenbauen. Aufsteigen. Ja, dir geht's schlecht, ne? So, und das müssen die jetzt zu 10 bauen. Oh, die Kletterwand kann Otschi nicht hoch. Ich wollte da nicht springen. Ich wollte den Pigments sagen, baut das mal ab. Otschi muss leider hier unten bleiben. Ich park ihn mal hier. Oh, er will da nicht warten. Er will eigentlich mit. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass ich die gelben Pigments dabei habe. Ich brauche 20, um das Ding abzutransportieren. So ein schlechter Witz. Seht nur, eine weitere Zwiebel. Und diese hat eine andere Farbe als die erste. Ob sie auch etwas macht, wenn wir sie zurückgebracht haben? Aber ich brauche da offenbar erst ein Upgrade. Vorher kann ich das Ding gar nicht mitnehmen. Also ich kann es ja schon mal ausgraben. Wenn ich Otschin irgendwie hochbekäme, dann könnte es klappen.
Aber zu 10 schaffen die das nicht. Na komm, dann bring den dann um. Nein, tot. Ich glaube, alles, was mit den Elektro-Pikmin zu tun hat, haben wir schon weggemacht. Wir sollten lieber die roten mitnehmen. Vor allem, die gelben Pikmin sind momentan wertvoller. Weil für die habe ich keine Zwiebel. Für die roten schon. So, wir können hier den See jetzt auch mal gefrieren lassen. Ein Glück. Die werden hochgefrostet. Hallo. Zieh mal Blätter auf dem Kopf. Aber dieses Wesen hier sieht anders aus, als das, was wir zuletzt gesehen haben. Dandori, Dandori. Ciao. Die Gestalt ist in dem Loch im Boden verschwunden. Ob das die Verwirrung durch den Schock des Absturzes ist? Shining, Otschin, schnell hinterher. Dandori Spielzimmer. Sammle innerhalb der Zeit ist alle Schätzungen Kreaturen. Wir haben nur 5 Minuten. Deine Pikmin können dir nicht folgen. Unmittelbare Aufgaben an der Oberfläche werden abgebrochen. Ach, ich kann auch nur mit denen arbeiten, die dann schon da unten sind. Okay. Stimmt, das Ding da muss ich mal bearbeiten. Das ist die gelbe Zwiebel. Gut, dass wir hier nochmal hingekommen sind. Dieses Mal ist es also eine gelbe Zwiebel. Bitte bringen Sie umgehend zur Basis zurück. Warte mal, das können ja noch mehr. Helft da mal alle mit. Ein Moment, lass mal ganz kurz liegen. Ich mache es euch leichter. Aurak! Und damit haben wir die gelbe Zwiebel. Jetzt können wir auch gelbe Pigments herstellen. Die eine Zwiebel hat die andere absorbiert. Das hätte ich nicht erwartet. Hm, aber das macht nichts, oder? Unglaublich! Die Zwiebeln sind miteinander verschmolzen. Und jetzt haben wir eine mit 2 verschiedenen Farben. Moment mal. Ob das auch bedeutet, dass sie jetzt Pigment beider Farben produzieren kann? Sollte sie. Okay, dann das hier heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir wissen, da unten ist die blaue Zwiebel. Ich würde da in das Loch springen, aber wir würden da erst beim nächsten Mal weitermachen. Weil vielleicht ist ja da die Zwiebel für die Eispikmin. Oder zumindest eine Zwiebelerweiterung, dass wir mehr Pikmins nehmen können. Weil dann könnten wir auch die blauen Pikmins anbauen. Habt ihr es gehört? Die haben gerade gesungen. Oh, die singen nochmal. Wie süß. Was ergibt für Höhle? Ich fand einen Gang, durch den man auf den Berggipfel gelangen sollte. Doch der Weg hindurch war schwieriger als gedacht. Und erst jetzt nähere ich mich dem Ausgang. Sobald ich am Gipfel bin, habe ich mir erst einmal eine Ruhepause verdient. Hinein da. Ich soll nur die Eis und die Roten nehmen. Damit wären wir hier unten.
Oh, guck mal, das Teil ist direkt vor uns. Aber wir brauchen wahrscheinlich mehr Eispigment. Na gut, Leute. Ich habe ja gesagt, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!